und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Wir haben gerade ein bisschen Zoff mit den ganzen Norden. Also werden wir den ganzen Norden und auch Süden einnehmen. Ja, dann würde ich sagen, Makedonien geht Richtung Weltherrschaft. Also was auch für Alexander mindestens gut genug wäre, wenn nicht sogar noch mehr. Das war ja so einer, der immer zu der wusste nicht, wann Schluss ist, so ungefähr. Gut, aber das ist ja alles schön und gut. Und genau, deswegen werden wir dieses Let's Play wirklich auf die Weltherrschaft spielen. Muss aber nicht durch Militär sein, also ich muss das jetzt auch nicht auf alles übernehmen machen, sondern kann es ja auch durch Klientel machen. So. Das dauert immer ein bisschen, sorry dafür. Aber ich glaube, jetzt bin ich durch, gut. So, auf jeden Fall mit den Städten. Jetzt kommt natürlich hier das da. Dup. Der holt sich mal den da und nein. Lass mal dahin. Ja, komm. Die Flotte versammeln. So. Gut. Da kommt aber nichts. Du bist schon moved, du movest dahin, du movest dahin, du movest dahin. Du gehst Richtung Alexandria. Du gehst auch Richtung Alexandria. Und du hast sogar was bekommen. Ah, sie hat was bekommen. Sehr schön. Genau, auch Gewaltmarsch. Und hier hin. Weil der Sühn ist ja jetzt auf meiner Seite. So, du wirst jetzt mal die vernichten. Und das schauen wir uns jetzt an. Aber dieses Mal werde ich auch besser spielen, hoffe ich. Weil letztes Mal mit der Schlacht, wo mein General einmal gecharged ist und dann gestorben ist, Alter. Wie heißt es ist, ne? Stellt euch vor, ihr seid halt so voll in Rüstung. Alter, mit vor allem mit diesem Bronzehelm, der muss so heiß geworden sein. Alter. Uiuiui. So, die gehen mal hier hin. Mit den Schwertern zusammen. Die Kavallerie geht noch da. Der General bleibt hier. Gut. Tja, Rache ist süß, ne? Ihr blöden Abtrünnigen hier. Schon was verloren, ja, ein Mann, aber das ist so.
Gut. Der hat auch Petzl-Teilräume, ja. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, schade. So. Die müssen noch warten. Die schießen noch schön. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Jetzt gehen wir mal vor. Aber schön langsam, ne? Schön langsam. So, ihr reitet mal nach hinten. Wir erwarten eure Befehle. Ihr geht mal so hin. Kapitän Geschwindigkeit! Kommandant! Ja, wobei ihr könnt. Du Befehl! Bereit zum Einsatz! Nahkampftruppen erwarten Befehle! Zu euren Dienst! Der Seite! Unsere Befehle nun jetzt! Komm mal hier hin. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Einmal dahin und ihr geht hier hin. Wir erwarten eure Befehle! Aufstellen hier. So, hier habe ich den Kloß zugemacht. Du Befehl! So, dann ist das schon mal schön. Königliche Feldmann mit zum Angriff. Königliche Feldmann! Ich glaube nicht. Blietenberger mehr. Können wir mal auf. Auf. Keine Ahnung. Mir ist gerade nichts eingefallen zum. Zum lustigen Mob-Thema. Ach, du könntest hier rein chargen. Das solltest du schaffen. Du. Entschuldigung. Ich hoffe, das hat man nicht so weit gehört. Die greifen da an. Die machen hier zu. Der greift da an. Bitte motiviert dich. Die Geniere erwarten eure Befehle.
Ich erwarte eure Befehle. Unser General wird angegriffen. Natürlich. Geh bitte zurück. Und wiederhol das so oft, wie möglich ist. So, das ist jetzt mal eine Kavallerieangelegenheit. Schön da mit. Die machen da immer noch schöne Sachen. So. Piken-Infanterie so, so. 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 Ich glaube, das war's dann auch endlich mal mit den Abtrünnigen. Hat ja echt lang genug gedauert. Wobei der General kann den Dieter schnabulieren und vorspringen. Fahren? Gut, General, walte deines Amtes und töte ganz viele. Sehr schön. Das ist natürlich auch der Vorteil der Kavallerie, ne? Die kann sehr schön aufräumen. So. Oh, ich habe nur einen selbst getötet. Also einmal Friendly Fire. Das ist natürlich sehr gut. So. Schön. Genau. Level 2 ist er geworden. Hier alle. Was mache ich denn bei dem? Die soll ja Militär machen, also Militär. Autorität, okay. Dann wirst du ein Kommandant. Keine Aktion, kulturelle Konvertierung, Kinder bekommen, Elefanteneinheiten, das ist gut. Das ist der Aridolis. Okay, Aridolis. Du wirst befördert und bekommst eine Frau. Oh, noch nicht. Okay, bekommst bald eine Frau. Ihr habt auch noch keine Kinder. Du bekommst einen Mann. Wie viele ich halt hab, ne? Du bekommst auch mal eine Frau. Noch nicht. Du bekommst eine Frau. Bekommt. Sehr schön. Sehr gut. Das ist eine Witwe. Eine alte Witwe. Die darf sich jetzt ausruhen. So. Genau, das ist. Wie groß mein Stammbaum ist. Ich kann gar nicht so weit rauszoomen, wie viele ich habe. Aber naja, das ist ja. Bam. Maskat. Er ist ein Maskat. Zuversichtlich und.
Wurde die... Ehe ihr beginnt, sollt ihr wissen, dass ich ein Amulett gegen den bösen Blick habe. Fauler Zauber wird euch nichts nutzen. 24. Es wird Zeit brauchen, bis dieses Abkommen... Okay. Ehe ihr beginnt, Handel? Sollt ihr wissen, dass ich... Natürlich noch nicht. Gut. Also 24.000 ist natürlich ein bisschen übertrieben. Aber... Bisschen übertrieben, aber ich habe hier etwas Geld. Also dementsprechend fast mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen wurschti. Beziehungsweise mir was das wert. Gut, du marschierst dann darunter, du marschierst dann noch da. Und dann sollte der auch irgendwann mal sterben. So, hier oben. Ist langsam mal gut. Nächste Runde gehst du nach da. Du gehst mal nach da und dann gehst du Richtung Westen. Es ruckelt gerade ein bisschen. Hoffentlich Schlacht ist immer gut. Der ist schon 63. Okay. Das ist ein feindlicher. Ein Admiral sogar. Minus Korruption. Flotte aufstellen. Es ist eine Ehre zu dienen. Die Schiffe zum Hack. Wow, das ist Wir brauchen eine größere Flotte. Sehr gut. Du, nee. Gut, du gehst dann nächste Runde nach Askaukalis. Okay. Du wirst belagert. Von denen. Was habe ich denn da? Eine Pigniere, zwei Hoblitenbürgerwehr, Mob und Steinschleuderer. Okay, der hat vier Eidgeschworene. Ich wollte nur schauen, was der hat. Deswegen habe ich das so jetzt gemacht. Gut, Eidgeschworener, Junge. Okay. So, dann schauen wir mal überhaupt, was hier passiert ist. Siedlung verloren, Erlass erteilt. Eigenschaften erhalten, Siedlung erobert. Eigenschaften erhalten. Schiffe gebaut, genau. Provinz unter Kontrolle, sehr schön. Du gehst jetzt. Warte, zu wen wollte ich dich? Zu dem, ne? Militär ausbilden. Dann dich wollte ich hier hinten sehen. Dich habe ich schon gemoved. Du schaust mal nach oben. Also ich will mal sehen, wie groß, also was das für eine Hauptstadt ist. Dich habe ich schon eingesetzt, dich auch. Darius Untergang bekommt noch was. Eine Tradition, das ist natürlich hart. Erfahrungsrang oder Gefährten. Bam. Buja. Nächste Runde. So, ich schau mal kurz, wer schreibt mir denn die ganze Zeit? Ach, der Flugo. Ab wann bist du wieder bei Lolzorm? Okay. Vor 9 Minuten. Ja, automatisch. Jo, dann schreibe ich mal kurz. Ich nehme gerade auf. So.
Schön, schön. So. Gut, Marsilia. Da bin ich mal sehr gespannt, wie, was für Schlachten wir noch schlagen. Interessant sind natürlich die, die, die ich... Ach komm, das kannst du vergessen. Wie soll ich das, ganz ehrlich, wie soll ich das verlieren? Selbst wenn ich rausgehe, kann ich das nicht verlieren. Aber ich muss das natürlich spielen. Schokolade. Nom, 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 nom. So. Das ist so dumm. Der hat zwar Steinschleuderer, aber das war es auch schon. Hier muss er hin. So. So. Also mein Plan ist jetzt hier, also er muss sich entscheiden. Also muss er nicht, aber wer besser für ihn, er wird sich wahrscheinlich für den entscheiden. Dann habe ich hier die Chance, hier reinzugehen. Mit denen werde ich dann hier außen rum gehen und hier mich hinstellen und dann in die Seite schießen. Die da sind dazu da, dass die Seite von denen ein bisschen geschützt werden wird. Unser General wird angegriffen. Wir erwarten eure Befehle. Ruhm für Makedonien! Mehr Kämpfer bereit! General! Wie ihr Befehl! Bereit? Nein! Doppelte Geschwindigkeit! Die Makedonier sind bereit! Ah ja, okay. Der macht es gerade nicht so, wie ich dachte. Jetzt versuche ich natürlich mit denen, die ein bisschen abzulenken. Lenken die mal ab und währenddessen mache ich die zu Hackfleisch. Es wird natürlich jetzt ein bisschen Friendly Fire geben, aber das daran, ja, das muss so sein. Die joggen da rum. Ja. Abfliegen! Kommandant! Kann ich mal vorspulen. Der feindliche General ist tot. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten.
Bonanza. Komm schon, los geht's. Schnappt sie euch. Wirst du zum Rand der Map. So, wie gesagt, also selbst auf offener Karte hätte ich eigentlich nicht verlieren können. Tja, weiter geht's nicht. Tut mir leid. Die Männer wanken. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So. Ja, genau. Wenn ich die jetzt nicht auseinandergezogen hätte, hätte er wahrscheinlich auch noch gewonnen, Alter. Ja, wie gesagt, ich spiele auf sehr schnell. So. Aber das war auf jeden Fall wichtig, weil sonst hätte ich da schon wieder nachrennen müssen. Und so viele Armeen habe ich da gar nicht. Ich glaube, ich habe da nur zwei, oder? Oder drei. Ja, wobei, zwei würden auch schon reichen. So, mach mal schneller hier. Tüdelü, tüdelü. Danke. Da oben ist der, okay. Ja, das ist egal. Wow, er plündert. Interessant. So, der verführt mich jetzt wieder. Also die. Oder auch nicht. Dann verführt die mich jetzt. Oder auch nicht. Dann verführt die mich. Oder auch nicht. Okay. Oh Mann. Quitri. Ersatz für einen Söldner. Nee. Brauche ich nicht. Rang erhöhen. Forschung, Störung, Schutz verfallen, hol Chance auf Sezession. 100% werden. Minus 80, jüdische Familie. Beseitigen. Für die Ziel. Jüdische Familie. Warte mal. Igitt. Das ist die da. Die hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann würde ich sagen, bleibe ich doch nochmal hier. Habe ich jüdische Armeen? Nein. 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 Schiffe? Nein. Nein. Ja. Ach, da oben.
Okay. Dann mache ich hier mal eine andere Flotte. Und zwar von der Parthischen. So. Und der geht jetzt mal nach, ja, nach da. So. Also jüdische machen gleich Ramazamba, aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei und bleibt gesund. Bye bye.